Hi, da bin ich wieder. Ja, es ist Freitagabend. Es sind natürlich etliche Leute on und da hat sich direkt eine ganze Schar um mich herum gesammelt. Das ist ganz lustig. Ja, fühle ich mich doch ein bisschen gebauchpinselt. Also ist natürlich, das finde ich nett. Habe ich mich jetzt gefreut, weil das war natürlich so nicht geplant. Ciao Leute, weg ist er. Ich wollte jetzt, der Nick ist mal gerade nach Dingens gegangen, nach Avalon. Er wollte die drei Feuerspeicherbabys kaputt machen. Ich gehe mal gerade nach Schattenbruch. Schattenbruch. So, na du, Dworgin, nekromantischer Assistent. So, ich soll mir Täuschen holen. Hol dir Täuschen, hol dir Täuschen, hol dir Täuschen. Aber ich bin noch so furchtbar geizig mit meinen Trainingspunkten, Leute. Ich bin so furchtbar geizig. Aber wisst ihr was? Bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fucking Trainingspunkte gehen mir dabei drauf. Boah. Ist Täuschen wirklich so gut? Ich meine, plus 70%, ne? Allerdings plus 30% auf mich selber. Plus 70% ist aber schon cool, oder? Hole mir Täuschen. Ist das eine gute Idee? Ich habe es jetzt von so vielen geraten bekommen. Ich warte mal noch, was der Steffen sagt. Der Steffen ist jetzt ausschlaggebend. Steffen antwortet nicht. Na gut, dann mache ich's mal. Zur Not kann man sich die Trainingspunkte auch wieder zurück. Steffen sagt auch, es lohnt sich. Na gut, dann mache ich so. Penelope fragt. Nein, das nervt nicht. Wenn ich es nicht will, gehe ich weg. So, alles klar. Jetzt holen wir uns Täuschen. Das Problem ist, dass ich jetzt auch diese ganzen doofen Zauber hier bekommen. Traumschild. Minus 70% auf Lebens- und Mythos-Angriffszauber. Der Klagegeist. Mein Gottchen. Okay. XDD. Vampir. 350 Leben. Hälfte zu meinem eigenen. 350 Schaden. Naja, das ist jetzt auch nicht so der Hammer, ne? Nicht mehr Skelettpirat. Ach, wie süß, oder? Und da ist die berühmte Karte Täuschen. So, minus 65% auf alle Lebenszauber. Ist Dämmer und Düster und der Schrecker 500. Okay, die kann man sich wirklich sparen. So, dann schauen wir doch mal. Michael, was machst du ein trauriges Gesicht, hä? Michi, was hast du geschrieben? Michael strahlend. Ich hab's nicht gelesen. Hab keinen Club mehr. Ach so, tja. So, dann schauen wir uns doch mal hier meine Cardis an. Jetzt ist natürlich alles pickepacke voll. Auch das Bosskartenspiel. Ach so, das ist gerade ausgerüstet. Das machen wir natürlich mal alles hier weg. Die ganzen Dinger machen wir auch mal weg. Soll ja nur das rein, was ich rein haben möchte. So. Ach, wisst ihr was, wir können es auch so machen. So, da haben wir jetzt zweimal täuschen. Zweimal. Mach mal zweimal täuschen rein. So, wir haben aber auch noch das Hauptkartenspiel. Guck mal, wie viele Karten ins Hauptkartenspiel reingehen, ja. Reicht das nicht? Ich meine, das Bosskartenspiel. Ich glaube, das Bosskartenspiel könnte ich
Gold. Oh, guck mal, wie groß das Goldkartenspiel ist. Ja, komm, dann wandle ich mal das Goldkartenspiel ins Bosskartenspiel um. Kann ich das nicht umbenennen? Beziehungsweise diese ganzen Sachen einfach jetzt hier drauf kopieren aufs Goldkartenspiel. Nichts. Kartenspiel 1, Kartenspiel 2, 3, 4, nein. Hauptkartenspiel, Bosskartenspiel, Mini-Kartenspiel, Angriffsschild 1 gegen 1, Heiler, Schlunder, Schadenskobold, Solo-Gruppen, Heilungsschild, Monster, Defensiv, Helfer. Anti-Kartenspiel. Boss-Kartenspiel. Das ist jetzt das neue Boss-Kartenspiel. Und das Boss-Kartenspiel nenne ich um in Kartenspiel der Reflexion. Bam. Kartenspiel der Reflexion ist noch das Boss-Kartenspiel. Aber das werde ich gleich offscreen umbedingsen. So, damit wäre das Bosskartenspiel sehr groß, da passen viele Karten rein, so viele, dass es mir wahrscheinlich eh zu viel sein wird, naja, und ich habe eben das Hauptkartenspiel für die Straße, ja, da brauche ich nicht so viele Karten, mein Gott, ich weiß nicht, warum mir das nicht, oder warum das so viele nicht verstehen, warum ich so wenig Karten im Deck habe, wenn ich in die Straße gehe, also Mann, so, ich rüste jetzt mal das Hauptkartenspiel aus. So. Ich bin... Was? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Was wollte ich denn jetzt machen? Ich... Ach so, ich bin ja auch auf sichtbar. Joshua. Bist du es? Pass mal auf. Sorry Leute, wenn ich jetzt wieder Blödsinn mache hier. Gibt's schon mal, ne? Gibt's schon mal so Folgen, wo ich dann... Warum antwortet der Joshua jetzt nicht? Yoshi! Keine Ahnung. Joshua, warum antwortest du nicht? Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal... Wohin gehe ich jetzt? Habe... Sorry, dich eben bei Skype angeschrieben. Hui, Moritz. Vielleicht ist das ja auch ein anderer Joshua. Ich weiß es nicht. I'm not sure. So, ich guck mal gerade hier auf meine Quests. Ich bin gerade wieder... Ihr merkt schon, das bringt mich wieder durcheinander hier. So viele Sachen, die ich gleichzeitig machen will. Wir können aber mal den Tampen-Johann besiegen. Na gut, dann ist es ein anderer Joshua. Wir gehen jetzt zum Tampen-Johann. Mit mir den Tampen-Johann. Verfick! Hab ich das jetzt gesagt? Im Wizard Let's Play. Sorry, das habt ihr überhört. Verflucht meine ich natürlich. Tampen-Johann? Was hab ich da? Ein Apostroph dran gemacht? Dann kommt mit, wer der zuerst dabei ist, malt zuerst. Juhu! Jetzt geht's ab in die Krabbengasse.
Ja, kommt einfach mit, Leute. Wer dabei ist, ist dabei. Was ist das denn? Ist ja widerlich. Ist ja eklig. Ich glaube, da können wir nicht helfen. Also nicht teilen. Nicht teilen. Wo ging's denn nochmal dann lang? Mal sehen, ob ich ein Foto mache. Ich weiß es noch nicht. Ja, jetzt wollte ich nach Avalon. Jetzt gehe ich trotzdem in die Krabbengasse. Egal. Jetzt sind gerade so viele Leute on. Kann mir doch bestimmt jemand bei helfen. Denn für den Tampen Johann gibt es 43.000 Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. Und denke ich mir, doch komm, lass uns doch mal gerade machen. Falls man den zu mehreren machen kann. Denn eigentlich gehört das, glaube ich, zur Schulquest, wo ich hier einen neuen Feuerhelfer bekomme. Juhu, den ich eh nicht benutze. Wie blödsinnig ist das denn, wenn ich als Feuerschüler Feuerangriffe mache, ja, und darauf sammle und Fallen mache eventuell und so weiter, und hole mir einen Feuergehilfen, der mir mit seinen dümmlichen Angriffen dann diese Fallen wieder wegmacht. Das ist doch völlig... bringt nichts. So, jetzt aber ab zum Tampen Johann und alles wieder einsammeln, was wir unterwegs finden. Können wir Freunde sein? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Bom, bom, bom. Kommt der denn nicht? Also, oder ist meine Freundesliste schon wieder voll? Was ja nicht das erste Mal wäre, ne? So, ich kenne ja hier die Stellen, wo hier das begehrte Zeug rumliegt. Huch. Guten Tag. Hier hinten ist auch etwas, rein theoretisch, aber... ist gerade nichts da. Okay. Ich muss ihn allein machen. Dann mache ich den ein anderes Mal. Gut, dann wollen wir... Wohin wollen wir? Wohin wollen wir? Kein... zum Sankt Kalmar. Ja, Dennis, wir machen jetzt in Avalon weiter. Ab nach Avalon, meine lieben Recken. Das hat schon wieder nicht funktioniert. Ich habe schon wieder nur mit Dennis jetzt geschrieben. Und beziehungsweise in der Gruppe. Das macht mich wahnsinnig hier. Kann das nicht grundsätzlich immer hier auf alle stehen? Mann, geh zu Position. Mein Freund möchte gerade nicht gestört werden. Oh, eigentlich nicht die Krise. Aber das ist gar kein Problem, weil dann gehen wir jetzt erstmal nach Haus. Dann gehen wir zack, zack, zack nach Avalon. Avalon. Und hier gehen wir nach... zu den Rotdornrecken. Prack, prack, prack. Ah. Sind wir wieder in unserer geliebten Avalon-Welt. Na, Kevin, was machst du? Zu zweit geht es ja sowieso noch mal ein bisschen schneller. Dann aber erst in der nächsten Folge. Das sind die Hobgoblin-Fieslinge. Ja, Dennis. Ja, von mir aus. Klar. Dann haben wir die Quests auch schneller erledigt. Da ist er ja. So, in der nächsten Folge werden wir ein paar Rotdornrecken zum Verrecken
bringen. Wow. Das war das Wortspiel des Tages. Damit schicke ich euch in den Abend, in die Nacht oder in einen guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.